Moin Leute, ihr seid absolut geil. 1000 Abonnenten, ganz ehrlich, damit haben wir nicht gerechnet, das dieses Jahr zu schaffen. Heute im Video zerlegen wir den Motor komplett und gucken uns den einfach mal so von innen an, wie der ausschaut, was uns ganz grob erwartet und so. Und ganz viel Spaß beim Gucken. Als erstes, wenn ich so einen E50 Motor zerlegen möchte, gehe ich bei, entferne den Vergaser, hat das ja schon vorher mal gelöst, packe das zur Seite und dann demontiere ich ganz gerne den Zylinder. Also einfach die vier Muttern lösen, da befindet sich eine hier, hier, hier und danach ist der Zylinderkopf ab. Top, legt euch am besten ein Gefäß zur Seite, wo ihr anschließend die ganzen Schrauben und so reinpackt. Dann fliegt das auch nicht durch die Gegend. Der Kopf einmal abnehmen. Das sieht mega brutal aus. Also der Zylinder hat schon guten Rostansatz hier vorne. Ob sich der so abziehen lässt. Na, das ist ein bisschen strammer. AG. Oft müssen die einfach nur ganz ein bisschen angelöst werden. Und danach kann man die schon abziehen. Aber hier scheint das richtig brutal fest zu sitzen. Einfach mal versuchen vorzusehen. Und er kommt. Das ist doch klasse. Harry heißt es nicht. Das war jetzt aber eine schwere Geburt. Wichtig ist, wenn ihr den Zylinder abhebelt, nicht auf der Dichtfläche hebeln, sondern im Bereich daneben und auch nur eine gewisse Kraft anwenden, also nicht zu viel. Ansonsten macht ihr einfach die Motorschalen Schrott. Hier ist mal der Zylinder, vielleicht seht ihr das ja so. Da ist auf jeden Fall richtig Rost angesetzt innen drinne. Und ja, jetzt seht ihr das so ein bisschen besser. Das ist sau wichtig, dass ihr jetzt hingeht, vernünftig zum Schleifen, gehont wird, kommt ein neuer Kolben rein und dann eben optisch außen strahlen. Anschließend ist das quasi wie ein neuer Zylinder und tipptopp. Als nächstes baue ich ganz gerne die Zündung aus. Das mache ich am liebsten nach dem Zylinder demontieren, wie ihr hier seht. Aus dem Grund, weil wenn man den Zylinder demontiert, kann man so noch bequem die Kurbelwelle in Position drehen und so. Und darum folgt das quasi als zweiter Schritt. Was braucht ihr dafür? Hier ist eine 14er Mutter zu lösen zum Abziehen. Dann ein Pullradabzieher. Ganz easy. Und halt die Klappe sowie den Gegenhalter, damit das Pullrad nicht durchdreht. So, ihr geht einfach bei, haltet das Pullrad gegen mit dem Gegenhalter, setzt die Knarre an und löst erstmal die Mutter. Perfekt. Das sind zur Seite liegen. Und jetzt kann schon der Abzieher montiert werden. Einmal zurückdrehen, dass quasi die Schraube völlig rausgedreht ist. Dann im Pullrad. Ist quasi ein Gewinde, was den Pullradabzieher hält, draufdrehen, anziehen und jetzt einmal lösen.
Da kommt schon das Pulver. Ganz einfach. Das zur Seite legen. Oben zusehen, dass die Kabelklemme entfernt wird, damit gleich die Zündung samt Kabel rausgezogen werden kann. Hier die zwei lösen. Zack. Zack. Perfekt. Kerzenstecker entfernen. Super, jetzt kann ich schon fast die Zündung rausziehen. Vorher empfehle ich euch noch den Gummistopfen zu ziehen, damit ihr die Kabel nicht unnötig strapaziert. Geht ihr einfach weiter, versucht die Zündung rauszuziehen, zieht ihr mit Gewalt die Kabel hier durch und das ist für beides nicht gut. Also einmal raushebeln, wenn das ein bisschen fester sitzt. Oft sind ja die Kabel hart, so wie hier, dann fällt das gerade ein bisschen schwerer. Super. Und einmal rausziehen. Da ist die Gummitülle. Jetzt noch eben die drei Schrauben lösen von der Grundplatte. Dann kann die ganze Zündung raus. Aber die sieht ja noch richtig gut aus. Wenn ihr merkt, zum Beispiel die Grundplatte könnt ihr nicht so anhebeln wie hier, teilweise sitzen die sehr stramm, müsst ihr hier einfach mal mit dem Schraubendreher ganz leicht runtergehen. Aber aufpassen, nicht zu viel Kraft anwenden, ansonsten macht ihr hier quasi diese, oder brecht ein Stück aus dem Motorblock raus und dann wird das undicht, das ist nicht so toll. Ja, perfekt. Das Coole ist, die Zündung ist ja magnetisch, also kann man einfach hier quasi die Schrauben von der Zündung und so reinpacken, dass das nicht wegfliegt. Oh, da fliegt gerade die Kabelklemme weg, die packen wir auch da wieder mit rein, damit nichts flöten geht. Dann einfach Zündung im reinstecken und so zur Seite legen, dann verliert ihr auch quasi nichts. Besser geht es ja nicht, sonst ist es ganz oft so, dass ihr die Schrauben irgendwie verlegt oder so und unnötig suchen müsst. Jetzt kann der Ständer ab. So, der Ständer ist mit drei Schrauben befestigt am Block. Achtung, wenn ihr den löst, die Feder sitzt noch dran. Das heißt, der Ständer könnte gleich ein bisschen rüberziehen. Also nicht, dass ihr dann schockiert seid, was passiert da denn jetzt oder so. Eben die drei Schrauben lösen. Das Ständerlager, also wenn ihr merkt, euer Ständer kippelt sehr stark hin und her, da liegt das oft an diesem Teil, kostet glaube ich so um die 8 Euro neu oder so. Dann macht man das neu und wieder, alles ist wieder stramm. Entweder die drei Schrauben reinlegen, dann kann man auch nichts verlieren oder so und zur Seite packen. Als nächstes kommt der Kupplungsdeckel ab, der ist mit vier Schrauben befestigt, eigentlich original Kreuz, aber die haben die schon so eine Schlitzschraube reingefurcht. Und wichtig ist, wenn ihr den lösen wollt jetzt und den Motor auf die Seite legt, achtet drauf, hier ist ein Lüftungsloch im Motor. Da läuft quasi Öl aus, wenn noch Öl drin vorhanden ist und ihr den völlig auf die Seite legt. Deswegen legt ihr jetzt einfach mal so ein bisschen schräg. So läuft jetzt auch noch nichts aus. Das passt ganz gut. Wenn ihr das Problem habt, dass die Schrauben sich nicht lösen lassen, gibt es einen ganz coolen Trick. Ihr nehmt einen Schraubendreher mit Schlagkappe, haut da einmal drauf und dann lockert ihr quasi das Gewinde und könnt das so losschrauben. Oft nach den Jahren oxidiert das ein bisschen da drin oder Dichtmasse ist dazwischen, was mittlerweile hart ist und dann lassen sie sich sehr schwer lösen. Also einfach mal zack, hier auch nochmal, zack, zack und die Schlitz. Perfekt. Jetzt müssten die sich eigentlich so lösen lassen. Super. Mal angenommen, aber ihr habt das Problem, trotz loser Hauen und so, löst sich eine Schraube nicht oder lösen sich ein paar nicht. Dann haben da Leute ein bisschen Kraft angewendet und dafür gibt es ganz coole Schraubendreher mit Schlagkappe zum Beispiel. Und hier kann man einfach einen Schlüssel ansetzen.
und damit quasi eine ganz andere Hebelwirkung schaffen, um die Schrauben zu lösen. Weil müsste man nur am Griff quasi die Kraft anwenden, wäre das doch ein bisschen anstrengend. So. Die noch lose. Dann kann der Deckel ab. Oft spare ich mir außerdem das Öl ablassen vorher, weil wenn der Deckel ab ist, kann das noch besser ablaufen. Hier sehe ich gerade, die haben auch falsches Öl auf dem Motor gehabt, was auch der Fall ist, das riecht man auch sofort. Hier ist ein Gefäß für altes Öl, was natürlich faktisch entsorgt wird. Da lässt man das einfach im Kurz reinlaufen. So richtige schwarze Plüre kommt da gerade raus. Auch ruhig, deswegen habe ich gerne so einen abgeschnittenen Eimer, kann man das einfach kurz so liegen lassen. Für 2-3 Minuten anschließend ist fast alles an Öl rausgelaufen, das sifft nicht die ganze Zeit nach. So, das ist ja eine leckere Plüre, hier liegt auch schon die Zündung zum Beispiel. Der Ständer, hier ist ein Pott, wo die alten Schrauben reinkommen, die werden außerdem immer erneuert, also da spare ich nie dran, wenn ich einen Motor mache. Hier das alte Öl, das ist eine richtige ekelige Plüre. Ey, jasses, haha. Damit kann man sich auch einfach eincremen und ist sehr gebräunt. Hier noch der Motor und gleich eben die Schrauben lösen, um die Schalen auseinander zu spalten. Wenn ihr jetzt den Motor auf den Kopf quasi dreht und merkt, der sifft auch noch ein bisschen an Öl, was ganz normal ist, dann liegt einfach ein Lappen drunter. So, jetzt geht es natürlich darum, die Schrauben zu lösen. Ich erkläre euch kurz, wo überall die Schrauben sitzen, weil ganz gerne ist das sehr schmutzig und dann werden einfach Schrauben übersehen. Zum Beispiel diese Position hier ist ganz oft mit richtig Dreck übersehen. Da sieht man das nicht, versucht irgendwie die Motorblöcke zu spalten. Und da drücken einige Spezies dann Schraubendreher zwischen die Dichtfläche und ruinieren somit den ganzen Motorblock. So, hier vorne, da ist eine, hier, dann die vier auf dem Kurbelwellengehäuse. Hier in diesem Bereich sitzt eine Schlitzschraube genauso wie da, die wird auch ganz gerne übersehen, wenn man so das erste Mal den Motor macht. Hier ist eine, da und hinten sind noch die letzten beiden. Also keine vergessen, dann könnt ihr es ganz easy lösen. Zum Lösen nutze ich ganz gerne Schraubendreher wieder mit Schlagkappe, hau die einmal alle lose, die ganzen Schrauben, dann sind die gelöst da und löst die anschließend mit der Knarre, weil das quasi einfach ein besseres Handling hat. So, jetzt ist die auch wieder im Bild. Oder ihr könnt einfach auch ganz normal, was eigentlich fast denselben Effekt hat, Schraubenschlüssel wieder in den Schlüssel ansetzen und damit ablösen. So, erstmal alle abklopfen. Mit Akkuwerkzeug ist das einfach so, müsst ihr euch vorstellen, einmal draufsetzen und die Schraube ist lose. Genauso wie mit Luftwerkzeug und solche Sachen. Was natürlich viel Zeit im Werkstattbetrieb spart, aber ihr zu Hause habt oft solche Sachen nicht. Deswegen machen wir das jetzt mal auf der Homeoffice-Methode. Zack, die Schrauben sind lose und das ist richtig viel Arbeit, wenn man nicht Akku- oder luftbetriebenes Werkzeug hat. Außerdem ist einfach der Riesenvorteil auch bei luft- und akkubetriebenes Werkzeug, dass dadurch quasi die Handgelenke geschont werden. Das wird auch ganz gerne unterschätzt, weil ständig mit der Knarre und so, da merkt man doch irgendwann mal ein bisschen Verschleiß. Dann lass mal die Schalen öffnen. Da ist das so, oft kleben die natürlich sehr zusammen, weil Dichtmasse dazwischen ist, was über die Jahre alt ist und halt eine Klebefunktion geschaffen hat. Dann gehe ich ganz gerne dabei, nehme das, halt das quasi an den oberen Stehbolzen und nehme einmal Plastikhammer und hau kurz auf diese Kante, dann ist es in der Regel sofort lose. Hier, perfekt, ganz einfach.
Und so ruiniert er auch nichts. Boah, der Inhalt, der ist ja noch wie neu, also auch die Kurbelwelle, kein Rost dran oder so. Alles tutti frutti, die hat ja auch nicht gesteckt oder so und deswegen wieder Motor gemacht. Öl natürlich sehr verschlammt und so. Aber kurz Spaß zur Seite, also die Kurbelwelle, die findet nur noch einen Weg und zwar in die Altmetalltonne. Der hat der Dörde-Dör, sagt man manchmal oplatt. Hört sich witzig an und ist auch so, haha. Also auf jeden Fall wird hier noch einiges an Arbeit investiert werden müssen, aber sonst so gewisse Sachen sehen gar nicht mal schlecht aus. Auch der Kupplungskorb sieht noch sehr schön aus. Dieser Bereich einfach nur die Kurbelwelle, die sehr fritte ist. Und natürlich auch sehr viel zum Putzen anschließen, aber dazu in den nächsten Videos Näheres. Das war's schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, du hast heute viel dazugelernt und unbedingt abonnieren. Bis dann, euer Holger.